Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf YouTube. Heute eine neue Folge, der Start einer neuen Folge, einer neuen Serie über 2 bis 3 Teile, je nachdem, was wir da so zusammenkriegen. Und zwar Samsung Galaxy Note Umbau. In dieser Folge möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie ihr das Samsung Galaxy Note öffnet und welche Geräte bzw. Werkzeuge ihr dafür braucht. Aber das alles erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Ja, ganz kurz zur neuen Folge. Vorab immer bitte das Video bis zum Ende schauen, damit ihr euch wirklich sicher seid, dass ihr das wirklich auch hinkriegt. Als zweites, ich übernehme dafür keine Garantie. Und als drittes, zu guter Letzt, auch noch was. Und zwar ist es so, dass bei diesem Vorgang die Garantie weggeht und somit ihr nicht mehr euer Gerät einschicken könnt. Ihr könnt es natürlich einschicken und testen, ob sie es noch machen. Ihr werdet da wahrscheinlich auch keinen großen Ärger kriegen, wenn ihr es einschickt und die dann merken, ihr habt da schon dran rumgeschraubt, aber reparieren werden sie es dann wahrscheinlich nur für Geld. Gut, machen wir aber gleich hier los. Sortieren wir erstmal aus, was brauchen wir eigentlich nicht. Von diesen Schraubenziehern habe ich mir mal so ein ganzes Set. Also das alles ist ein Set hier. Plus der natürlich. Link dazu in der Videobeschreibung. Hat 4 Euro, also um die 4,90 Euro gekostet. Sagen wir 5 Euro das alles. So. Diesen Schraubenzieher, das ist ein Schlitzschraubenzieher. Den brauchen wir nicht. Wir brauchen auch die ganzen Sternschraubenzieher nicht. Gut, habe ich natürlich gleich den richtigen gegriffen hier. Alle 3 Sternschraubenzieher brauchen wir ebenfalls nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall an den Schraubenziehern einen ganz normalen Kreuzschlitz. Ich glaube Kreuzschlitz heißt der. Dieses komische grüne Teil brauchen wir nicht. Wir brauchen unseren Saugnapf hier. Brauchen wir nicht. Brauchen wir meistens bei iPhone. Wir brauchen diese beiden Teile nur bedingt, also legen wir uns den trotzdem einfach mal zurück, beziehungsweise der kleine ist wahrscheinlich besser. Der große kommt weg. Und das hier brauchen wir auch. So. Ja, der ist jetzt ein bisschen hier schon kaputt. Ist egal. Was müssen wir, bevor wir das Samsung Galaxy Note öffnen, beachten? Natürlich müssen wir das Gerät ausschalten und warten, bis es komplett runtergefahren ist. Mehr brauchen wir da gar nicht. Dann müssen wir, um anzufangen, natürlich hier öffnen. So. Legen uns einfach diese Abdeckung hier an die Seite. Nehmen den Akku raus. Die SIM-Karte können wir rausnehmen. Und die Micro-USB. SD-Card. Ebenfalls, also. So. Ja, den Stift hier unten sollten wir auch schon rausnehmen. Können wir nachher auch noch, aber er nervt hier eben. Und ja, dann fangen wir gleich mal an. Nehmen wir einfach mal an, diese Seite einfach hier, also die Außenseite, dieser Außenring, ist stark beschädigt, wie es bei mir auch teilweise der Fall ist. Dann schrauben wir hier, wie bei jeder Reparatur, erstmal diese kompletten Schrauben ab. Bei dem Schraubenzieher, bei dem Set, was ich hier habe, da ist es so, dass das irgendwie komischerweise, dass man da ein bisschen doller drücken muss als bei meinen alten zum Beispiel. 9 Schrauben müssen auf dieser Seite sein. Wem es hier unten schon aufgefallen ist, hier fehlt eine. Die habe ich innen drin verbaut, weil innen drin fehlte eine, beziehungsweise nicht fehlte, die ist mir beim letzten Auseinandernehmen dann leider abhanden gekommen. Normalerweise, wenn wir gut genug schrauben, sollten die auch dranbleiben, da es ein magnetischer Schraubenzieher ist. Wie man sieht, ist es nicht ganz so leicht, diese blöden Schrauben hier rauszukriegen.
Aber ja, da haben wir sie. Also es sind 9 Schrauben an der Zahl hier außen. Also hier am Außen, also an der Außenseite sind es 8. Und innen drin haben wir hier nochmal eine, die, da kommen wir auch gleich schon zu. So, mittlerweile müssten wir. Hier drin ist nämlich noch eine. Ja, also das, ihr seht schon, wir sind schon wieder bei 5 oder 6 oder 7 Minuten angelangt. Also das ist nicht ganz so leicht hier, die Schrauben zu lösen. Es ist zusätzlich hier auch noch hinter der Kamera ein bisschen schwer. Übrigens an die Kameraqualität, da wird auch in naher Zukunft ein Update folgen. Das heißt, wir werden eine neue Kamera hier kriegen. Das heißt, ihr kriegt bessere Videos. 4 Schrauben sind schon da. So, die 5. Schraube ist auch noch da. Die 6. ist hier auch. So. Und der Rest will nicht. Und wie Sie sehen, geht es nicht. Wie Sie sehen, funktioniert das nicht. Junge, Junge, Junge. Na gut, einmal umdrehen. Also das ist immer ein bisschen schwer. Diese ganzen. Verdammt. Gut. Eine fehlt uns noch, beziehungsweise euch dann natürlich noch 2. Also wie gesagt, insgesamt außen 9 Schrauben. Ja. Also ich glaube, wir sitzen jetzt hier schon bald eine halbe Stunde dran, nur diese blöden Schrauben rauszumachen. Also, das sollte man am besten nicht nachmachen, das Handy so auf den Tisch hauen, da da natürlich erhebliche Gebrauchsspuren von kommen. Doch wenn es mal nötig ist, dann mache ich das auch mal. Wieso ihr, oder falls ihr euch jetzt fragt, wieso ist er so dumm und macht das alles selber? Einmal, weil ich es einfach nicht einsehe, falls man wirklich mehr bezahlen muss, dass ich das auch bezahle, so wie jetzt die letzte Schraube hier raus, dass ich das wirklich bezahle, wenn mal wirklich was ist, was nicht unter den Garantiefall fällt, was man selbst ganz einfach mit ein paar Handgriffen reparieren kann und weil es einfach billiger ist und es Spaß macht. So, also jetzt hier mit diesem Gerät drunter und richtig drücken und wir sind schon drin im Grunde genommen. So, jetzt will er gerade wieder nicht. Ups, Alarm. Und dieses Knallen, das ist alles schon richtig. Also da macht ihr nichts mit kaputt oder sowas. Solltet eben aufpassen, dass ihr nicht zu weit rein. Dieses Tuch regt mich auf. So. Eigentlich sollte man bis zum Ende, und das mache ich jetzt doch auch nochmal. So, und fertig ist das. Wir können es auseinandernehmen, legen das Teil ebenfalls hier einmal zur Seite und sind mitten im Handy. Und wie wir jetzt hier einmal sehen, würde uns jetzt hier der Stift sowieso nerven. Also vorher auch gleich rausnehmen. So, was machen wir zuerst, um weiter zu handeln? Zuerst erkläre ich euch einmal, was wir hier wirklich haben. So,
Und zwar haben wir hier unten einmal den Lautsprecher und hier ist auch noch die Antenne mit bei in diesem kleinen Panel. Außerdem ist hier unten noch der Micro-USB. Dazu auch hier. Ah ja. So, hier ein paar Kontakte an der Seite immer. Hier oben, was haben wir hier oben? Hier haben wir einmal natürlich für die SIM-Karte den Anschluss, beziehungsweise dieses Einlegding. Hier haben wir nochmal den Kontakt des Akkus, wenn er hier so reinkommt. Und hier für die Micro-SIM, beziehungsweise Micro-SD-Karte, sorry, Micro-SD-Karte hier rein. Hier die Kamera, Blitz, mehr. Und hier natürlich auch, hier der Stecker, sag ich mal. Nein, Quatsch, was laber ich? Nicht der Stecker, sondern die Hörmuschel. So, dann haben wir hier für die Kopfhörer den Eingang und ja, zerlegen wir das Ganze hier mal. Immer mit diesem Teil am besten unter die Kontakte, dass sie einfach so ganz locker flocker abgehen. Und das müssten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kontakte sein. Und erst die Kontakte lösen, dann die Schrauben lösen. Hier oben ist eine. So, dann haben wir das schon mal alles erledigt. Dann müssen wir hier unten, jetzt könnt ihr es natürlich leider gerade nicht sehen, lege ich das Handy mal anders hin. So, ich habe natürlich alles stressig hier. Hier unten alles aufschrauben. Die Schrauben bitte, oder was heißt bitte, ihr könnt sie auch rausnehmen, aber ihr könnt sie auch drin lassen, nur komplett locker schrauben. Dann könnt ihr das Teil nämlich einfach so abnehmen und hier hinlegen. So, wie kommen wir jetzt an jedes weitere Teil? So, hier das komplette Mainboard können wir rausnehmen. Immer ein bisschen auf die Kontakte gucken. Und dann haben wir das. Gut, zum eigentlichen Handy nochmal hier. Haben wir, hier kommen wir auch noch an die ganzen Sachen dran. Aber weiter möchte ich das Gerät jetzt nicht zerlegen. Ist mir ab hier nicht mehr ganz so sicher. Hier. Passt. Ich weiß auch gar nicht. Doch, ein bisschen kann man es noch zerlegen auf jeden Fall. Gut, kommt das zur Seite. Von unten ist eigentlich gar nichts mehr hier zu sehen. Groß. Hier ist die Kamera, die man, soweit ich das jetzt erkennen kann, auch gar nicht wirklich auswechseln kann. Ja. Gut. Was kann man denn hier überhaupt auswechseln? Was kann ich hier noch zerlegen? Hier kann ich noch diese USB-Platine, Micro-USB-Platine ersetzen. Was übrigens noch dran kommt, das heißt, ich werde euch die hier auf jeden Fall noch ersetzen, aus dem folgenden Grund, dass diese kaputt ist bei mir, hat einen kleinen Wackelkontakt und deswegen natürlich diese ersetzt. Was heißt natürlich, die wird ersetzt. Das wird wahrscheinlich übernächste Woche passieren. Nächste Woche. Das heißt, ich müsste jetzt eben mal gucken, nächste Woche. Das ist der 15.12.2012. Und also am 15.12. wird das Antennenkabel repariert in einem Video. Deswegen das auch mal zur Seite. Und diese Platine hier wird am 22.12.2012 repariert. Das heißt, immer an diesen Tagen werden die Videos online gestellt. Das Kabel hier, das Antennenkabel zum Beispiel, werde ich heute Nacht, heute Abend noch reparieren. Aber das ist ja alles egal. Wir haben hier nichts mehr zu zerlegen. Wir haben hier das Mainboard, hier alles. Alles liegt hier. Wir können nichts mehr zerlegen. Also bedanke ich mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Für die weiteren Folgen abonniert einfach meinen Kanal oder liked meine Facebook-Page. Da werdet ihr immer auf dem Laufenden sein.
Bei Facebook zurzeit noch nicht so, weil es da noch ein bisschen Schwierigkeiten gibt. Einfach aus zeitlichen Gründen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder in einer Newsflash-Folge oder natürlich nächsten Samstag in einem normalen Samstagsvideo. Dann bedanke ich mich ebenfalls noch einmal fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.